So, 32. Hören wir mal kurz rein bei Detox. Wenn niemand dich jemals geliebt hat, verstellst du die Stimme und machst einen auf G mit deinem Straßenslang. Ey, krasse Line Detox, die passt ja wie die Faust aufs Auge. Die merke ich mir, die schreibe ich mir auf und die bringe ich gegen dich. Aber jetzt erstmal zu meinen Lines, oder? Es ist das 32. Ich bekomme Detox, den letzten Rapper seiner Art. Jemand, der mit Schlagdrungen puncht. Wie hast du sie hingeschafft? Für solche Punches wird man eigentlich ausgelacht. Ey, ich glaube, dass du den Sinn von Detox nicht verstehst. Deine Stimme klingt, als hätte selbst ein Kehlkopfkrebs. Deutsche Ärzte sagen, Junge, gib mal das Tape. Und sie sind sich alle einig, Beruf verfehlt. Doch ich helfe dir und mach dein Name Programm. Ruf ein Fotoshooting an beim Gesundheitsamt. Den Druck mal deine Fresse auf ne Marlboro-Packung. Brauchen Ärzte erstmal Hilfe bei der Freizeitplanung. Detox stellt die Stimme tief und sagt: Ey, ich schlag dich und bring dich um. In der 5. Klasse wär das krass, aber als Erwachsener kauft dir das keiner ab. Lächel dich ein dünner Lappen, der auf harten Gangster macht. Warum solltest du im Battle jemand dissen? Anstatt anzugreifen, flexst du Technik, um so richtig vorbei zu ficken. Dein bester Diss war hier 8-silbig reimen. Und vor lauter Angst fang ich an mit Abschiedsbrief schreiben. Ich hol dich auf den Boden wie beim Wurfscheiben schießen. Krasser Vergleich, jeder weiß, wenn du nicht triffst, fällt sie nicht. Nein, sie schwebt nach oben und davon abgesehen kein Plan. Schon macht keinen Sinn, aber Hauptsache dein Reim killt. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch wählen können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch wählen können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das. Oh, Backe, dass ich nicht lache. Du machst da textlich auf Gangster, aber stehst dabei mit Vocal im Keller und du saugst angestrengt an der Flasche. Und Bier trinken tust du auch. Und Vocal fordert von dir tiefer, tiefer. Und du wechselst die Oktave. Doch er meinte, dein Rasierer kannst dir keinen lückenlosen Goatee wachsen lassen. Was fällt dir ein, mit so einem Bart auf RNG zu machen? Ein Gruß geht raus an alle deine Features, Props, Mammut Mix, JBB oder doch ein Worst Off. Mehr Charaktere als ein Star Wars Universum. Doch bei so Low Release bleibt der Erfolg weg, nicht nett. Jetzt mach ich Promo für dein Logo Designer. Große Pussy, kratzige Stimme, kein Logo wär tighter. Du machst hier niemand was vor. Machst auch groß mit deinen Features und kriegst nicht mal deren WLAN-Passwort. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch werden können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch werden können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das. Ein austauschbarer, seelenloser Gangster-Rapper hat eine tiefe Stimme, macht auf Fahrt, der kritisiert, doch ist nicht besser, kein Image oder Merkmal, nichts Besonderes zu zeigen. Wer von euch ist entertained von seinen inhaltslosen Reimen? Einfach nur ein Dude, der nicht schlecht rappt, doch sonst normales. Frag 10 Leute auf der Straße, 3 Leute können ihn schlagen. Da kannst du Steiger fragen, kein Erbarmen, ehrlich sagen. Was macht den Typen aus? Kein besonderer Sound. Supportet einen Typen, der wie andere klingt. Er bleibt King vom Mittelmaß, durchschnitt auf Rapper sind. Doch wenn du auf Punchline scheißt, nimm doch beim JBB teil. Da sind Reime voll wichtig, yeah. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch werden können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das. Detox, ich glaube, du hättest mal eine richtig gute Hookbitch werden können, aber in deinem Part fehlt irgendwas. Und zwar der Angriff auf den Gegner, auch kein Reim regelt das.